Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bella Italia Folge auf unserem Kanal. Und heute geht's mal wieder weiter in Da Vinci. Und ich bin tatsächlich nicht alleine, sondern der liebe Rick, der ist mit dabei und darf auch mal mitmischen. In hallo. Da Vinci. Ja, Da Vinci habe ich ja gefühlt noch nie gesehen. Doch, hast du schon. Du warst im letzten Part, glaube ich, auch dabei. Ja, ich weiß gar nicht, das ist allzu lange her. Ja, das stimmt. Im letzten Part haben wir ja die Achterbahn fertig gemacht, dann hinten am Berg zu Pompeji haben wir ja dann die Häuser fertig gemacht und das Da Vinci Diner. Und hier sind wir jetzt tatsächlich hinten auf dem Platz, wo später auch noch was hinkommt. Was hier aber in der Folge, glaube ich, noch nicht zu sehen kommt oder so, weiß nicht. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall kann man von hier aus dann wahrscheinlich, hoffentlich, ich habe es mir noch nicht im Nachhinein angeguckt, Pompeji sehen. Ja, ich kann dir vergewissern, dass man das nicht kann. Gut, dann kann man es nicht sehen. Also du kannst ja, klar, du kannst da rüber gucken, ist ein schöner Ausblick, aber da ist halt ein Berg dann, ne? Ist da wieder ein Berg? Pompeji sind nur Berge, da ist nichts anderes. Ja gut. Machst du auf der anderen Seite dann nichts? Hm, was meinst du? Also keine Ruinen auf die andere Seite des Berges? Ach so, es ist tatsächlich mehr ein Strand, was man von da aus sehen kann. Ach so, ja gut, habe ich auch einen schönen Blick auf den Strand. Na gut. Ja, ein bisschen, halt bisschen Sand, ein bisschen Palmen, ist auch schön. Ja, ist auch schön. Das stimmt. Und halt da hinten ein Vulkan halt. Ja. Also, nur mal kurz nochmal die Info, hier diesen Bereich hat ja der Ready to Fall angefangen, hat ja die Kapelle dort eingebaut und für die Achterbahn und den Skyfly schon die Station gebaut und ja, dass sich der Ready to Fall nicht mehr gemeldet hatte und ja, der Bereich halt noch frei war und wir sowieso irgendwann nur noch zu dritt waren, habe ich dann halt diesen Part übernommen. Nur noch mal zur Info, falls das irgendwie vergessen wurde. Ja, wir haben halt die ganzen Bereiche jetzt nach und nach auf uns aufgeteilt. Genau, genau. Du hast ja auch Pompeji übernommen von Brummkartoffel. Genau, genau. Ja. Und das geht ja auch schon fleißig weiter. Ja, natürlich. Ich hab eben noch gebaut, du. Ja, sehr schön. Erste Video ist ja auch schon online. Ja, ja, klar. Mittlerweile ist er schon lange online, du. Ich weiß gar nicht, wann ist das Video hier? Ja, keine Ahnung, ne? Dann wie Platz ist, ne? Okay, dann ist Pompeji bestimmt schon online. Ne, ist ja schon online, ne? Ja, ist schon. Der erste Part ist auf jeden Fall schon online. Ja, okay. Ja. Ich muss auch echt sagen, ne, als ich eben gebaut habe, das so langsam macht mich das Spiel echt fertig. Es geht irgendwie immer mehr kaputt, so über die Zeit, habe ich das Gefühl. Wieso kaputt? Also am Anfang konnte ich ja einfach nur keine Blueprints hochladen. Und wenn ich jetzt in diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese mit T in die andere Kameraperspektive gehe. Ja. Um irgendwie Cinematics oder so zu machen für die Folgen. Dann dreht sich diese Kamera immer 90 Grad nach oben. Egal was ich tue. Ich kann halt maximal gegensteuern, aber dann ist es auch die ganze Zeit wackelig. Das ist total komisch. Oh, krass. Ja, ja, der Pack muss fertig werden. Das Spiel lässt mich langsam nicht mehr spielen. Speichere das Spiel mal auf eine andere Festplatte. Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee, ja. Ja. Vielleicht liegt es auch tatsächlich an deiner Festplatte. Wäre schön, ne? Würde auf jeden Fall. Wäre schön. Könntest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, muss man neu installieren. Ja. Auf jeden Fall, ja, das wäre jetzt natürlich der beste Part jetzt hier für den Mitaro, ne? Ja, absolut. Ja, ist halt totaler Custom. Zufall. Ja, so Custom-Schützen machen immer Spaß, ne? Naja, mir jetzt nicht tatsächlich. Ja, ich bin auch kein großer Fan davon. Das ist, ich weiß nicht, das Endresultat ist halt sehr cool, aber das Bauen ist... Ja, das stimmt schon, ja. Weiß ich nicht. Ich habe auch tatsächlich versucht, auch irgendwie die gleichen Teile zu benutzen, wie die Achterbahn selber auch schon hat. Ja, das fühlt sich jetzt richtig gut an, ne? Wenn man Custom Supports baut, dann sieht sie keiner, weil sie einfach nicht ausnimmt, wenn sie Custom. Genau. Ja, ich musste ja die Stütze ja da wegmachen und weil die halt im Weg standen, ne? Ja gut, ich meine, du bist ja viel flexibler so. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Ansonsten, ja, ist halt ein Bella Italia Part, ne? Passiert ja nichts mehr. Man sieht ja nichts mehr. Ja. Du machst jetzt den ganzen Part lang in Custom Supports. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich will mich aber nicht festnageln. Ich glaube, wenn ich einmal die Stütze gemacht habe, dann ist es einfach nur Paste and Copy, glaube ich. Ja, verstehe ich, ne? Gerade wenn man da eh nicht so richtig Bock drauf hat, dann ist es mir, glaube ich, froh, wenn einer hat, die funktioniert und wenn ich einfach rumkopieren kann. Ja, genau. Ja, ich habe, hier mache ich noch da die Stütze dran. Dann habe ich geguckt, wie, wohin. Ja, ist ein bisschen tricky, dann eine gute Stelle zu finden. Genau, und hier war das auch ein bisschen tricky und da habe ich mir dann auch so überlegt. Da habe ich mir dann hier so ein. Ja, wie soll ich sagen? Eine Verankerung mit dem Haus zusammen irgendwie, weißt du? So. Ja, ich meine, wenn du schon Custom machst, ne, dann kann man das ja auch richtig ausnutzen. Dann kann man das richtig ausnutzen, ja. Ja, bietet sich auch gut an. Also mag ich auch immer gerne. Wenn schon die Chance da ist, die irgendwie zu integrieren. Finde ich gut. Ja. Ich habe dann versucht, halt so eine richtige Stütze dann noch, also diese Fundamente da so reinzubauen, aber irgendwie hat er nicht so ganz hingehauen und dann habe ich nur noch das Stahlrohr in die Wand rein. Ja, irgendwann ist man auch einfach an so einem Punkt, wenn man sich mit irgendwas nicht so genau auskennt, wie jetzt meinetwegen so Stützen, dass man irgendwas baut und sich einfach nur hofft, dass das so halbwegs realistisch ist. dass das so irgendwie das Gewicht halten könnte. Ja, genau. Ja. Ja, hier habe ich dann tatsächlich, stimmt, hier war ja noch die, hier kommt der Tunnel. Da Vinci hat ja noch einen Tunnel in den Berg. Ach, kommt der jetzt schon? Der wird jetzt hier vorbereitet quasi. Ja, du hast einfach mitten in den Bereich noch so ein bisschen ja, Natur reingebaut, sag ich mal, ne? Ja und nein. Das musst du jetzt erklären. Der Da Vinci Diner hat ja da, wo jetzt der Tunnel ist, tatsächlich auch noch was Spezielles, was nach hinten rausgeht. Achso, ja, das war ja, okay. Das kommt aber noch. Ja, das Diner ist was Besonderes, ja. Ja, also man geht dann hinten raus und dann, ja. Ist so ein kleines Easter Egg. Was man jetzt auch nicht direkt von oben erkennen kann tatsächlich, weil es halt ein bisschen abgedeckt ist, aber... Ist schon schön. Ja, aber hier im nächsten Part wahrscheinlich, glaube ich, kommt sogar schon die Überraschung, was dann dort erwartet. Ja, immer schön mit dabei bleiben, mit weitergucken, ne? Ja, genau. Immer schön dranbleiben. Genau. Ja, hier war dann halt alles mögliche an Tests und... Das ist halt so das Nervige, ne? Du kannst halt nicht vor- und zurückspulen in dem Part, ne? Ja, das stimmt. Das wäre noch so ein cooles Feature gewesen, wenn du jetzt so am Bauen bist, dass du nochmal so irgendwie zurückspulen kannst. Ja, bei so ein paar Sachen auf jeden Fall, ne? Wenn du irgendwas testen musst, ob der Antrag irgendwo durchglitscht oder keine Ahnung, wenn du hier irgendwo Trigger-Elemente reinsetzt oder so. Du musst auch immer gucken, dass die Bahn da ankommt. Das ist schon ein bisschen nervig, stimmt. Ja. Aber ich finde es gut, dass du den Tunnel noch da reingemacht hast. Das ist ein bisschen abwechslungsreich. Ja, also es ist... Also wir fliegen ja quasi durch Da Vinci durch, ne? Und dann dachte ich mir, irgendein spezielles Element muss ich ja noch haben. Und dann kam die Idee noch mit dem Diner und diesen jenes. Und dann so, ja, wie es halt immer so kommt, ne? Wenn man mal angefangen hat zu bauen, dann kommen immer die ganz großen Ideen. Ah, du hattest die Idee für das Diner schon, bevor du den Tunnel gebaut hast? Ja. Ah, okay, interessant. Ja, genau. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Hier habe ich dann halt versucht, auch Da Vinci tatsächlich abzuschließen, ne? Dass das tatsächlich so ein eigener Bereich wird. Ja, im Prinzip so eine Umrandung um den ganzen Bereich rum. Ja, genau. Das ist zwar alles hier Paste and Copy, aber ganz ehrlich, ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr. Ich hatte, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt den Park 6 Wochen lang. Ja, du warst ungefähr. Ziemlich aktiv. Ja. Und dann habe ich auch ein paar Wochen frei gehabt, tatsächlich. Und habe dann halt Vollgas gegeben hier. Ne? Und dann einfach nur noch Paste and Copy das eine oder andere fertig gemacht, weil Pisa musste ja auch noch fertig gemacht werden. Ja. Pisa war ja einfach nur ein
grüner Fleck mit einer Kathedrale, einer Achterbahn und ja, so ein bisschen halt, ne? Da hatte ich auch schon einiges getan und leider sind mir die Aufnahmen abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo die sind, irgendwie gelöscht oder was auch immer. Deswegen wird es davon schon mal irgendwann, wann weiß ich noch nicht, muss mal gucken, wann Zeit ist. Eine kleine Roomtour geben. Ja, ich denke, mit einer kleinen Tour ist es am einfachsten, das zu lösen. Kann aber passieren, dass irgendwas an Aufnahmen verschwindet oder einfach man vergisst, auf Aufnahmen starten zu drücken. Das passiert ja immer, ist ja nicht schlimm. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Ja, wir holen es auf jeden Fall nach. Ja, definitiv. Ja, das war's auch schon wieder. War eine kurze Folge natürlich, ne? Wie immer unsere speziellen 10 Minuten Bella Italia-Folgen. Der eine mag's, der andere hasst's. Ich weiß, aber so ist das Leben. Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was für eine Länge präferiert ist von den meisten. Ich bin da ein bisschen unschlüssig. Ja. Aber, die Ansage gilt an euch, ne? Richtig. Dann könnt ihr mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Willkommen auf 7 Sense mit Mitaro, Rick und Blutfeier. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonnieren.